Hi und willkommen im Zweirad-Eck. Ich bin der Marvin und wir erklären euch heute den Bosch Purion Display. So, zum Anmachen des Displays drücken wir einmal hier oben den Knopf, dann geht das Rad an. Oben haben wir einmal die aktuelle Geschwindigkeit, die angezeigt wird. Hier unten ist immer im Prinzip der aktuelle Menüpunkt, den man ausgewählt hat. Unten links in der Ecke haben wir das Symbol fürs Licht und hier mittig haben wir den Akkuzustand. Wenn ich Plus gedrückt halte, 3 Sekunden ungefähr, geht das Licht aus bzw. an. Jetzt ist es aus, wie man sieht, das Symbol ist weg. Und so ist es wieder an. Wenn wir 3 Sekunden die Minustaste gedrückt halten, scrollen wir hier in der Mitte durch unser Menü. Das heißt, jetzt aktuell haben wir hier die Tageskilometer stehen. Jetzt die Gesamtkilometer. Die Restreichweite. Und dann die aktuelle Unterstützung. Und als nächstes haben wir dann wieder die Tageskilometer. Wenn ich Plus und Minus zusammengedrückt halte, kann ich quasi die Tageskilometer resetten. Und wenn ich hier unten den Knopf drücke und dann auf Plus drücke, geht die Schiebehilfe an. Sobald ich loslasse, geht diese dann wieder aus. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr Fragen rund ums Fahrrad oder ums E-Bike habt, gerne was in die Kommentare schreiben. Wir versuchen das für euch zu beantworten bzw. euch in irgendeiner Art und Weise zu zeigen. Und danke erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.